So, meine Damen und Herren, welcome back zu einer neuen Folge vom Let's Play OMSI 2, dem Omnibus-Simulator. Heute mal wieder auf der Karte Städtedreieck 21 modded. Da gibt es ja noch so ein paar Linien, die wir uns noch anschauen können. Und das machen wir heute nicht mit irgendeinem Gefährt, sondern einem Bus-Mod, den ich mal wieder zugeschickt bekommen habe. Einem Mercedes-Benz Citaro Euro 4. Dankeschön an den Julian, von dem haben wir vor kurzem uns schon mal einen Busmod angeschaut. Könnt ihr gerne auch nochmal reinschauen. Es handelt sich wie immer um keine öffentliche Modifikation. Das heißt also nicht zum Download erhältlich. Aber vielleicht mag der ein oder andere ja mal sagen, was er über diese Busmodifikation denkt. Oder nimmt es zum Anlass, um selber zu modden. Ja. Eingebaut haben wir hier einen UM906 Void. Das heißt, wir werden ein bisschen Krach machen. Wir fahren nämlich nicht irgendeine Linie, sondern wir fahren eine Linie, wo wir auch mal ein bisschen Gas geben können. Wir fahren die Schnellbuslinie 40 vom Nordbahnhof bis nach Oesdorf S-Bahnhof. Fahrzeit ungefähr eine halbe Stunde über das Schulzentrum Spründorf, genau zum Schulschluss um 12.50 Uhr. Eieiei. Das wird sicherlich spannend werden, Kreuzingbahnhof. Also recht prominente Haltestellen. Passend dazu natürlich auch das Roges Repaint. Ja, das ist ja so ein komisches Repaint. Ich weiß nicht, das hat. Also es gibt ja so viele Roges Repaints noch mit den alten Sitzbezügen hier. Das passt aber auch zu so einem alten Bus, finde ich. Diese neuen hellblauen, die hätten jetzt hier nicht reingepasst. Ich sag euch kurz, was hier gemacht wurde. Also der basiert auf dem Citaro Euro 4 Mod, ja, aus der OMSI 2 Webdisk. Die Sounds sind ein bisschen abgeändert aus der Morphe Beta. Man sieht ja auch, dass es hier, ne, mit dem Morphe Solaris Urbino Familien Dashboard, dass das halt darauf basiert. Das heißt also, die Sounds sind neu und die sind sehr, sehr nice. Das werden wir gleich hören. Dann haben wir hier den Bosch Funk mit drin, den können wir aber nicht bedienen. Das ist also mehr oder weniger nur eine Textur. Und ihr habt sicherlich schon gesehen, neben anderen kleinen Spielereien haben wir hier so eine Steckschilder vorne drin. Ja, das passt, ja. Mit der Umweltplakette, naja, aber hier auch nochmal, Achtung, Fettsack Money am Steuer, wiegt ein bisschen. Finde ich ja ganz witzig gemacht, oder? Der Manfred. Naja, fährt hier heute mal nicht. Zum Beispiel hier die Reifen oder so, ne, die sind ja im standardmäßigen Citaro auch nicht mit dabei. Die haben hier eine neue Textur, die sehen also wirklich wie nagelneu aus. Coole Geschichte. Wir starten einfach mal und dann zeige ich euch, was ihr hier eingeben müsst. Du musst hier drücken. Ja, ich drücke hier, genau. Das ist auch neu. Ja, das gab es früher auch nicht in dem standardmäßigen Drucker hier. So, ihr gebt ein die 40 und die Route 02. Dann müsst ihr natürlich, damit es auch schön aussieht, über das Hartz-IV-Menü wieder SB40 machen. Könnt natürlich auch direkt das Ziel machen. Ich mache immer gerne noch einmal dann okay. Also nochmal bestätigen und dann habt ihr SB40 Schnelldorf, Schnellbus nach Oesdorf S-Bahnhof. Auch noch schön hier mit so einer etwas älteren orangefarbenen Zielanzeige. Das heißt, hier ist man noch nicht im modernen Zeitalter mit Weiß und LED angekommen. Ja, finde ich passt auch ganz gut. Der Sport können wir natürlich auch verstellen, ist ja ganz klar. Ja, und dem aufmerksamen OMSI-Zuschauer wird es aufgefallen sein, Freunde. Es ist Herbst geworden im OMSI 2. Ihr wisst ja, ich fahre ja immer ungefähr zur realen Zeit. Ach man, jetzt sieht alles in OMSI nicht mehr ganz so schön aus. Ich finde, der Herbst hat ja auch was, aber halt in OMSI sieht das immer so ein bisschen, naja, mittelmäßig aus. Ich würde vorschlagen, wir fahren mal zum Bussteig 6 vor. Allzu viele Haltestellen sind es ja nicht. Wie gesagt, Schnellbus. Gibt ja auch Expressbus hier, Städtedreieck modded. Das ist jetzt hier mal ein Schnellbus. Haben wir uns, glaube ich, noch gar nicht angeschaut. Aber damals auch gesagt, dass ich das ein bisschen verwirrend finde. Es gibt Expressbus mit X und Schnellbus namens SB. Ich glaube, in der allerersten Folge sind wir zum Beispiel den X99 gefahren von Donnerhain. Fährt mittlerweile zum neuen S-Bahnhof da im Zentralpark.
Falls euch das interessiert, könnt ihr euch natürlich diese Folge auch da gerne nochmal anschauen. Ja. Oh, da kommen ja doch ein paar. Mensch, hallo. Da vielleicht hat man doch Schlenke nehmen sollen. Ja, hallo. Ja, Schein, bitte. Ja, na, heute ist hier Museumswoche. Wir fahren heute mal mit dem Museumsbus. Warte, ist das eine Eurokasse? Ja, wa? Bitteschön. So. Guten Tag. Mahlzeit, hallo. Was stehst du hier im Weg? Durchgehen. Ja, was muss hier im Bus so richtig? Ich glaube, du musst gleich mal aussteigen. Kannst du laufen hier mit deinem Schnellbus? Da machen wir hier noch einen Aufpreis wie in Hamburg. Also mal, können Sie nicht ein bisschen die Heizung anmachen hier? Nee, kann ich nicht hier. Das ist ein alter Bus. Der wird hier noch warm, wenn wir gleich heizen hier. Nur am Meckern hier auf dieser Karte. Ich glaub's ja hier. Unfassbar. So. Was haben wir hier? Zeitungscontainer und ein Scheißhaus. Na gut. Okay. Mensch, was ist denn? Ich hab mir mal ein bisschen Wolken eingestellt, so ein bisschen herbstlich. Da können wir fast ein bisschen Licht anmachen, wa? Oder? Eigentlich auch nicht. So. Ja, Innenanzeige, ne? Standardmäßig, wie man es kennt. Hätte man vielleicht auch noch ein bisschen was machen können. Ja, hier ist Ersatzhaltestelle vom Schienenersatzverkehr, falls das einen interessiert. Querspanne. Ich finde hier vorne dieses Steckschild, das geht nochmal so eben. Ich weiß nicht, hat das von hier eine Textur? Ja, ich glaube so eine ganz weiße. Sieht fast so aus, als hätte es gar keine Textur. Finde ich ja eigentlich immer ein bisschen nervig, wenn hier vorne da so ein Schild drin ist. Weil die Sicht einschränkt, das geht hier noch gerade so. Ja, und ich habe natürlich mit dem Bus schon eine kleine Probefahrt gemacht. Also schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr so denkt über diesen Bus. Auch über den Sound. Ich finde den Sound sehr, sehr gut. Also in der Probefahrt habe ich so gedacht, Mensch, das erinnert mich so wie früher. Ja, immer viel in den alten Citaros, Facelifts gefahren. Erinnert mich sehr, sehr stark daran. Und da gab es bisher wenig Modifikationen im OMSI, muss ich ganz ehrlich sagen, die mich daran erinnert haben. Ja, also die den Sound wirklich so getroffen haben, wie die Busse halt früher waren, ne? Wo man vor vielen, vielen Jahren mal mitgefahren ist. Das ist natürlich dann immer so ein bisschen Nostalgie. Finde ich ja bei dem Bus sehr, sehr gut gelungen. Ja, gefällt mir sehr gut. Ja, nachdem wir zuletzt auch schon wieder mit irgendwelchen Museumsbussen gefahren sind, das Ding ist eigentlich auch schon wieder ein Fall für das Museum. Könnten wir ja auch mal wieder einen moderneren Bus fahren. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was euch da einfallen würde, welchen moderneren Bus ihr gerne mal wieder im Let's Play sehen würdet. Na fahr doch, Mensch, ihr Soffen oder was? Unglaublich, die Leute hier, ja. Also wir sind auf der Karte Städtedreieck 21 modded in der aktuellsten Version. Die könnt ihr euch natürlich in der OMSI 2 Webdisk kostenlos runterladen. Beachtet aber, dass ihr da das ein oder andere Payword-On natürlich verbraucht. Ansonsten ist die Modifikation hier natürlich kostenlos. Wo ihr eben ja neue, ich sag das jetzt nochmal für alle, die die letzten Folgen dazu nicht gesehen haben. Ist ja auch schon wieder eine Weile her. Wo ihr eben neue Linien bekommt, dann noch so einen Schienenersatzverkehr. Expressbuslinien und eben auch Schnellbuslinien. Und das hier ist in dem Falle mal eine Schnellbuslinie. Ich glaube sogar die kürzeste. Also man kann natürlich hier auch über eine Stunde über die Karte gondeln. Aber man kann es natürlich auch übertreiben, wa? Wir werden natürlich mal schauen, ob die Fahrzeiten heute hier passen. Weil das ist ja immer so ein Haken. Erstens, bei Modifikationen ist das immer ein bisschen schwierig. Und zweitens, bei Schnellbussen auch. Da wird dann gerne mal ein bisschen zu viel kalkuliert oder ein bisschen zu wenig und so. Und dann werden wir natürlich auch schauen, macht das Sinn, die Haltestellen, die hier ausgewählt werden. Hallo. Ja, Manfred, hallo. Hast du gesehen da dein schönes Bild draußen, wa? Finde ich ja echt cool gemacht.
Germaniastraße, Ring. Ja, das ist immer so eine Frage, macht das Sinn, hier an gewissen Haltestellen anzuhalten oder nicht bei einem Schnellbus? Da sollte man ja eigentlich, möchte man meinen, die relevanten Haltestellen dann nur bedienen. Oder die etwas höher frequentierten, aber das ist halt in der Realität auch nicht immer der Fall, muss man auch dazu sagen. Ja, dann fahre doch, wenn du mich schon hier drin lässt hier. Alter, ihr seid so bescheuert hier, die Omsi-KI, ne? Also, ehrlich. Ja, zumal man auch dazu sagen muss... Oh, was ist das denn hier? Hilfe, hat Kevin hier noch mitgebaut, oder was? Ja, zumal man sagen muss, also dazu Schnellbusse, Expressbusse ja auch... nicht mehr so sehr gewünscht sind. Also die sterben auch so ein bisschen aus, ne? Also das hier übrigens der offizielle Linienweg, ja. Gut, man sieht, dass das eine Modifikation ist, also quasi eine Linienerweiterung. Hier fährt, glaube ich, sonst keine Standardlinie der Karte Städtedreieck lang. Hier oben jetzt schon. Jetzt Germania-Viertel ist denn hier runter, genau. Ich finde Städtedreieck immer ein bisschen verwirrend bei diesen großen Straßen. Erst recht, wenn man irgendwie Navigation hat. Das ist leider nicht ganz so gut gelöst. So, dann gucken wir nochmal in den Innenraum. Der ist halt unspektakulär. Da wurde hier in dem Falle mal nichts gemacht. Was haben wir denn hier? 32 Sitzplätze, 75 Stehplätze. Ansonsten die bekannte Innenanzeige. Bekannter Entwerter, ja, in diesem hässlichen Orange. Manfred hier, der hat sich wieder den Viererplatz genommen. Ja, ansonsten sehr unspektakulär, ne? Da kann man natürlich noch ein bisschen was machen. Man hätte auch so ein Manfred-Plakat hier irgendwie so an der Seite ran machen können oder so. Ich glaube, die Dinger waren im Citaro damals auch nicht schwarz, sondern irgendwie gelb, ne? Tessa, unser SB40. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob er standardmäßig mit einem Solobus oder mit einem Gelenkbus fährt. Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Da fahren auf jeden Fall ein paar Leute mit. Obwohl eigentlich noch ja nicht so die Rush-Hour hier ist. Kreuzing, Bahnhof. Umstieg zu weiteren Buslinien der Omis. Zur S-Bahn. Jetzt fahren wir hier so ein bisschen im Zuge der 25 bzw. 87 hier. Das ist so die Gegend, die treffen sich dann da am Kreuzing Bahnhof. Da gibt es eigentlich schon genug Linien, aber man hat ja dann den Bahnhof umgebaut. Also das gehört auch noch dazu, ne? Zur Städtedreieck 21 Modded gehören halt ganz viele Umbauarbeiten an der Karte noch dazu. Unter anderem Kreuzing Bahnhof hat man ein bisschen verändert. Und so einen Inselbussteig mehr oder weniger gemacht, ja. So ähnlich wie es schon immer am Lobnaler Hauptbahnhof, beziehungsweise am Nordbahnhof war. Und am Hauptbahnhof auf der anderen Seite, also auf der normalen Seite. Nicht am Zopp, sondern die normale Seite.
Ja, obwohl wir hier nur den OM906 eingebaut haben, kommt der relativ gut vom Fleck hier, der Bus. Macht aber natürlich auch ordentlich Lärm. Mal hier in den Fahrgast reingehen, was der ja so treibt da hinten. Jo. Da kommt da der Schnellbus nach Wilsdorf. Ja, und bei irgendeiner Busvorstellung, keine Ahnung, beim letzten, vorletzten Video oder so, da hatte ich ja auch nochmal einen privaten Bus gezeigt. Da fragen dann viele immer, naja, warum zeige ich denn hier so private Busmodifikationen im Let's Play, wenn ihr euch die sowieso nicht runterladen könnt? Meistens sind die Sachen ja einfach nur zusammengeschusterte Mods aus der OMSI 2 Webdes. Also ihr könnt euch das nicht so im Gesamtpaket downloaden, sondern das sind ja meistens nur Modifikationen, die irgendwie zusammengewürfelt sind. Die müsst ihr euch dann einzeln downloaden und selber modden. Das ist halt der Unterschied. So, jetzt sind wir hier zu früh. Möchte ich auch mal festhalten, ja. Das ist schon mal das eine. Also es ist nicht immer 100% privat. Es ist teilweise halt einfach, sind öffentliche Mods, die einer aus Spaß mal zusammengekloppt hat. Problem ist halt immer nur, hallo. Problem ist halt immer nur, dass man sowas dann nicht als Re-Upload veröffentlichen darf. Ja, das hat immer so urheberrechtliche Gründe. Und der ein oder andere sagt, ach Mensch, ey, der Sound, der ist geil hier. Der Rest, so diese Steckschilder und so, dieser Funk hier drinnen, das gefällt mir nicht so. Dann sagt sich vielleicht der ein oder andere Mensch, ich will mir jetzt diesen Sound hier von dem Bus in meinen eigenen Bus reinmodden. Was machst du denn? Sag mal, hast du das nicht gesehen hier? Das ist rot hier, deine Ampel. Hallo, wenn hier gleich der Zug kommt? Also. Schrankenwärter Naumann, der lässt gleich die Schranke runter. Ich glaub's ja, da huscht der hier noch rüber. Gibt's doch ja nicht. Also nur Idioten hier. Ich sag euch, ich sag euch. Ja, hier Endhaltestelle, ja. Hofbergstraße, ja, 25. Die hat man auch schön umgebaut, finde ich. Das war vorher immer eine richtige Qual. Also das war aber schon bei Städtedreieck 21. Ohne. Da geht's, glaube ich, nicht weiter, oder? Oder geht's da weiter? Städtedreieck 21 ohne Modded. Ja, Omni-Navigation ist, ja, Omni-Navigation ist wieder sensationell. Du bleibst stehen. So. Ja, das ist halt Omni-Navigation. Ich glaube, das ist jetzt hier nämlich ein neuer Abschnitt. Das kann sein. Dass das noch nicht hinterlegt worden ist in Omni-Navigation. Das sieht auch so ein bisschen... Ich will jetzt... Es ist ja echt nicht böse gemeint, ne? Aber sieht halt auch so ein bisschen amateurmäßig gebaut aus. So, dafür können wir mal ein bisschen Gas geben. Ja, bei 84 ist er dann leider abgeriegelt. Hatte hier auch schon Citarus, die haben 120 geschafft in OMSI, aber okay. Der ist halt hier abgeriegelt bei 84,7. Ist aber eine ganz schöne Straße. Das wirkt hier wie so eine Umgehungsstraße, die man hier neu gemacht hat. Also von der Idee her auf jeden Fall gut.
Ich finde übrigens hier beim Sound auch sehr, sehr schön, wie der hier runterschaltet, ja. Wenn man jetzt hier so auf diese Gangwahltasten guckt, dann sollte der eigentlich ein ZF sein. Ich glaube, er hat da aber auch geschrieben, Voigtgetriebe, oder? Naja, Void, genau. Dafür haben wir hier die klassischen ZF-Tasten. Wobei das damals bei dieser Generation noch gar nicht so entscheidend war, glaube ich. Da gab es noch diese, also da gab es diese Void-Tasten, glaube ich, noch gar nicht. Korrigiert mich gerne in den Kommentaren. Heutzutage erkennst du das ja relativ leicht, wenn dann diese schwarzen Tasten sind. Dann ist das Void. Achso, hier fahren wir jetzt. Achso, ach, jetzt fahren wir hier auch nochmal ganz anders. Na, kiek mal, ja, das ist auch nochmal eine neue Straße. Ja, und wenn du in der Mitte so eine blaue Taste hast, dann ist das halt ZF. Ja, so erkennt man das heute. Letztens auch gefragt, na, ist das was anderes, ZF und Void? Ja, ist es. Ja. ZF ist relativ groß auch. Ich glaube, sie sind sogar ein bisschen größer als... Das ist auch ein neuer Abschnitt hier. Sind ein bisschen größer als Void. Kommen aus Friedrichshafen. Also die kommen beide ungefähr da Baden-Württemberg, da die Gegend. Also das ist... Ja, also so viel trennt die nicht voneinander, aber es sind halt beide verschiedene Firmen. Ja. Und Void ist relativ bekannt auch, weil kommt aus Heidenheim. Heidenheim an der Benz. Kennt vielleicht der ein oder andere Fußballfan. Wir stiegen in die Bundesliga und danach dann in der Europa-Konferenz-League gelandet. Also zu der auf Fisch bestellten Europa-League. Ja. Und die hatten auch mal auf dem Trikot, ich glaube, das ist mittlerweile nicht mehr so. Der erste FC Heidenheim hatte auf dem Trikot auch mal Void als Hauptsponsor drauf. Das ist, glaube ich, zwar nicht mehr so, aber ja. So, Berger Platz. Ich glaube, da sind wir auch schon mal. Wir sind ja vom Bergerplatz auch mal auf dieser Autobahn hochgefahren und dann waren wir bei dem Einkaufszentrum oder so. Ich erinnere mich, irgendwie sind wir hier schon mal lang gefahren. Ja, den hat man da auch hier neu gemacht. Ja, den hatten wir uns auch schon mal angeschaut. So, Besteig 1. Ist hier. Ja. Ja, meistens ist das so, wenn man hier irgendwelche Omsi-Fahrten über die Autobahn hat, dann ist man einfach zu früh an der Haltestelle danach. Ihr seht jetzt, wir sind wieder 2 Minuten zu früh. Liegt daran, dass einfach hier nicht kalkuliert wird, dass du mit 84 durchballerst. Hallo. Ist einfach so. Hallo. Da ist er. Bergerplatz. Willst du mal mitnehmen? Oh, hier, guck mal, schön mit so einem Sondersignal zum Rausfahren. Cool gemacht. So ähnlich wie in Bottrop Hauptbahnhof. Dauert mir schon wieder zu lange. Normalerweise müsste das wirklich so sein, dass man hier... Auch da müsste noch normalerweise da so ein Symbol sein, erkannt und so. Aber sobald du erkannt bist, geht die Autoampel sofort auf Rot und du bekommst deine Freigabe jetzt zum Fahren. Genau, Sprint auf Schulzentrum. Ach, da schickt er uns jetzt so. Na gut, okay. Ja, geradeaus der kleine Busbahnhof für die Sonderfahrten, für diese E-Linien. Die fahren da morgens hin, die fahren da
nachmittags hin. Hatte ich euch auch schon mal ein paar gezeigt, unter anderem mit einem Streikvideo. Guten Tag. Tag. Achso. Ja, hinten, Freunde, da müsst ihr euch dran gewöhnen. Wenn Manfred hier aussteigen will und erstmal in eine Schulkantine will. Die Tür geht gleich zu. Ach, steigt er wieder ein. Na, hat zu der Burgerladen hier, oder was? Der Schuldöner? Ach, Manfred, da willst du doch wieder mit, wa? Ja, also normalerweise kennt man das hier hinten, hat man unten nochmal ein Piepen oder eine Verzögerung an der Tür. Nee, hier ist bei diesem Bus nicht so. Die ballert gleich wieder zu. Höchstwahrscheinlich aber auch mit Bewegungssensoren dort hinten ausgerüstet. In Omsi natürlich nicht, aber in der Realität, sodass, wenn sich eine Person da drinnen befindet in der Tür, ja, die Tür natürlich automatisch gleich wieder aufgeht, ne? Das ist jetzt hier aber auch eine neue Strecke, die kenne ich so auch noch nicht. So sieht es halt leider auch aus. Also man muss halt ehrlich sagen, das sieht halt immer ein bisschen... Hier, das Haus schwebt und so. Ja, Leute, ist halt scheiße, ne? Aber die Idee ist gut. Jetzt ist man hier nämlich an diesem komischen Kreisverkehr. Jetzt ist man hier immer noch einen riesen Umweg gefahren. Und hat dann noch irgend so eine Spielstraße da mitgenommen und hat da gewendet. Aber es ist halt auch ein Schnellbus. Also die Idee von dem Schnellbus ist wirklich gut. Ja, man überspringt ja nicht nur Haltestellen, sondern... Halt der Fresse da hinten. Ja, Manfred. Also die Idee ist halt auch da, dass man ein paar Straßen abkürzt. Das ist tatsächlich gut gemacht. So, jetzt ruckelt es hier aber extrem. Finde ich immer ein bisschen schade. Nochmal gucken. Ja, da hinten, ja. Da muss er noch was verbessern, der Julian. Ihr seht es da hinten, Freunde. Das ist natürlich nicht so schön. Und so, hier ist auch der Betriebshof in der Nähe. Der Betriebshof Sprünnorf. Ja, leider ist das hier im Bereich, der immer sehr stark ruckelt. Verstehe ich auch nicht so ganz, aber egal. Wir fahren jetzt rechts raus im Zuge der Linie 87. Alt-Sisselsforst. Dann halten wir nochmal Alt-Sisselsforst und dann werden wir im Prinzip wie die 43 dann, ne, runtergondeln bis nach Oesdorf. Ich glaube, das hat man hier auch ein bisschen umgestaltet. Also die Straße hier und die Strecke, die gab es vorher schon. Jetzt sind wir mit der 87 gefahren und wenn ihr eine Betriebsfahrt zum Betriebshof hier in Sprünnorf gemacht habt, dann seid ihr hier auch lang gefahren. Man hat ja auch viele Objekte so ausgetauscht, ne, von halt irgendwelchen Payware-Ons dann genommen. Hat man ja alles gemacht. Was sagt eigentlich unser Scheibenwischer? Der Scheibenwischer-Test? Ja, klassisch, ne? Da kann man dann auch nicht allzu viel falsch machen. Wenn er hier übrigens aus der Gegenrichtung kommt und wollte er links abbiegen, ist eine ganz blöde Stelle. Oh, jetzt ist der Bus natürlich ein bisschen leerer. Wollen alle nicht mehr nach Oesdorf.
würde euch gerne noch mal ein bisschen besser den Sound präsentieren. Ich glaube, das ist jetzt die Strecke hier raus bis nach Königsheide. Sodass ich hier mal probieren werde, euch den Sound zu präsentieren. Also, da werde ich mal wieder einen Augenblick still sein. Da meine ich Quatsch ja nicht. Und dann könnt ihr einmal in diesen wunderschönen Euro 4 Sound reinhören mit dem Motor OM906 und Voltgetriebe. Wenn wir dann mal grün kriegen hier. Ein Dortmunder vor uns ist natürlich schon wieder gefährlich, ne? Ja, das ging dann doch relativ flott, obwohl der OM906 normalerweise nicht so die größte Leistung bringt. Ihr habt sie sehen, wir waren relativ schnell bei 84. Und ich habe mich getäuscht, das ist jetzt hier tatsächlich die Strecke der Linie 87, die wir hier fahren. Das ist so eine Strecke, da fährt man wirklich in beiden Richtungen mit dem Bus. Also man kann sich hier auch begegnen, fährt teilweise auch mit Schubgelenkbus, ist nicht ganz so schön. Und hier stehen auch gerne Blitzer, falls ihr denn im Busbetriebssimulator fahren solltet. Als nächstes Forst hier ist auch so eine temporäre Endhaltestelle. Seht ihr hier schon? Und hier, da stehen sie denn teilweise hier. Das sind nur ein, zwei Fahrten, die hier enden. Und wir sind mal wieder zu früh. Gut, ich bin auch 84 bei 50 gefahren, aber ist ja eine andere Geschichte. So, nun kommen sie mal rein hier. Ja, Oma, heute noch mal eine Runde Bingo spielen, oder was? Komm, mach es dir bequem ganz hinten. Wie früher. Immer hinten gesessen war. Mama, wo ist sie? Sitzt jetzt echt ganz hinten? Ich glaub's ja nicht. Ja, mit der Tochter, wa? Mama und die Tochter, die gehen erstmal eine Runde Bingo spielen hier auf dem Dienstagnachmittag. Ich glaub's ja. Er steht ja auch gut hier. Und damit Oma auch pünktlich beim Bingo spielen ist, nimmt sie natürlich den Schnellbus. Das wäre keine wertvolle Zeit verlieren. Ach guck mal, die Tochter steigt schon aus. Sie geht noch Brötchen kaufen. Und bringt die denn mit zum Bingo spielen. Und eine Tasse Kaffee und ein bisschen Kuchen, wa? Nee, Oma kommt auch mit, genau. Na, Bingo spielen ist da ganz wichtig. Jeder beide hin, wa? Oma muss dann noch einen Moment sitzen. Ja, ist eine ganz bescheuerte Haltestelle. Auch hier muss man wieder mit Warnblinker halten. Und ein bisschen mehr Gas geben, damit man hier, also kommt drauf an, welchen Bus ihr habt, damit er hier nicht runterrollt. Im Winter auch immer schön gefährlich.
bisschen hat er Probleme mit dem Schalten, finde ich. Ja, das ist übrigens so ein ganz bekannter Bug. Den gab es schon immer bei Städtedreieck, egal ob das V2 war, denn V3, denn die 21, jetzt 21 moddet. Das ist so ein bekannter Bug, dass in Oelsdorf S-Bahnhof immer keiner aussteigen möchte. Das irgendwas hat man da falsch gemacht, aber es korrigiert halt auch keiner. Das heißt, normalerweise steigen die hier vorne dann aus, wo wir eben durchgefahren sind an der Haltestelle. Jetzt in dem Falle halten wir da ja nicht an, also steigen sie schon beim Lichtenrade da aus, da hinten. So, ja, jetzt hat man hier gesagt, na cool, bei der 43 haben wir keinen Platz mehr, der fährt glaube ich auch noch irgendeine andere Linie. Also drehen wir hier eine Runde, na gut. Also mir ist fast so, als wären wir das schon mal erfahren. Ja, hier passt der Wendekreis natürlich absolut nicht. Also wenn du hier mit den Lenkbussen noch fährst, kannst du natürlich auch 8000 Meter Überhang nehmen, aber ist ja auch nicht Sinn der Sache. So, da sind wir. S-Bahnhof Oelsdorf. Was fährt denn hier noch? Sage mal. 147, nee, dann sind wir den SP40, keine Ahnung, schon mal im Stream oder so gefahren. Ich hoffe natürlich nicht in irgendeinem anderen Video. Das soll es auf jeden Fall gewesen sein, Freunde. Jetzt hat er schon umgeschildert Richtung Nordbahnhof. Sieht auch wieder gut aus. Man hat hier eine Viertelstunde Pause, das ist auch ausreichend. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und dann freue ich mich, euch wiederzusehen in der nächsten Folge. Bis dahin, gehabt euch wohl, macht es gut, haut rein und ciao, ciao.